Hallo ihr Lieben, heute gibt es wieder ein Infovideo. Stampin' Up! Haut nämlich wieder Rabatte raus. Und zwar, falls ihr mein letztes Video noch nicht gesehen habt, das Infothek-Video, wo ich erzählt habe, dass vom 1. Oktober bis 31. Oktober die Aktion gilt, 3 DSP kaufen und 1 gratis dazu bekommen. Und passend dazu gibt es eine Aktion, falls ihr den Jahreskatalog kennt, gibt es ja meistens zu den DSP das passende Stempelset dazu, beziehungsweise es gibt ja meistens so ein ganzes Paket. Und diese Stempelsets wurden nochmal um 15% reduziert. Ihr könnt natürlich auch alles einzeln kaufen, kein Problem, aber ich finde in diesem Pack finde ich es echt top und ich zeige euch das jetzt mal. Das nennt sich Weltkartenbasteltag, das ist vom 1. bis 10. Oktober. Und zwar sind das diese Stempelsets. Hier haben wir noch Grußkärtchen und es gibt auch noch den Flinkfix. Ich zeige euch das aber alles mal im Einzelnen. Ich habe mir extra die Seiten notiert im Katalog, dass ich hier nicht ewig lange blätter. Und zwar fangen wir an mit den Grußkärtchen in Umschlägen. Diese hier auf Seite 195. Die kriegt ihr einmal in Vanille pur und Flüsterweiß und halt 15% reduziert. So, jetzt fangen wir an mit den Stempelsets. Da haben wir Café Olé. Das werde ich mir auf alle Fälle auch zulegen. Da geier ich schon eine ganze Weile nach. Na, jetzt blätter ich doch ein bisschen. Da ist es. Café Olé. Also wie jeder, der auf Kaffee steht oder generell, ich finde das auch so, wenn man nicht Kaffee mag, finde ich das irgendwie, ja weiß ich nicht, die Aufmachung und so, finde ich toll. Dieses Stempelset, also wie gesagt, ich hatte euch in einem anderen Video erklärt, dass dieses DSP ist mit in diesem Angebot drin. 3 kaufen, 1 gratis dazu. Und jetzt halt dieses Stempelset, Café Olé. Kostet regulär 25 Euro und bekommt ihr zu diesen Tagen für 21,25 Euro, also 15% gespart. Und ich finde das echt top. Also ich finde das klasse, wenn man Geld sparen kann und bei 4 Euro, ich denke, das läppert sich dann nach einer Weile. Ne? Wenn man mehrere Stempelsets kauft zum Beispiel oder die DSPs, das läppert sich und ja, ihr wisst schon, wie ich meine. So, einmal das. Dann haben wir eins sogar in den Herbst-Winter-Katalog. Das ist auch sehr, sehr schön. Da überlege ich auch, ob ich mir das bestelle. Und zwar nennt sich das Weihnachten im Lichterschein. Hier unten wieder dieses DSP, was ich vorgestellt hatte. Und jetzt halt das Stempelset Weihnachten im Lichterschein. Ich finde das ziemlich hübsch mit der Laterne und mit den Wimpelchen, was man da ranhängen kann. Die Singlets sind auch toll. Aber wie gesagt, würde 21 Euro kosten, kostet dann nur noch 17. Also ich finde es cool. So, mach mal weiter mit unterm Mistelzweig. Ein Weihnachtsstempelset, aber nicht aus dem Herbst-Winter-Katalog, sondern aus dem Jahreskatalog. Da sind ja auch einige drin. Hier ist es. Hier oben wieder das DSP. Ich verlinke euch nochmal das Video mit der Infothek, wo ich das mit dem DSP erklärt habe. Verlinke ich euch nochmal entweder unten in der Infobox oder oben im i. Hier unten ist das. Unter Mistelzweigs finde ich auch mega niedlich. Mit schönen Sprüchen dazu. Frohe Weihnachten ist auch, ich finde es eine schöne Größe. Und dieser Kelch ist süß. Oh, ist der niedlich. Ja, würde eigentlich 23 kosten, kostet dann nur noch 19. Also ich finde es echt eine Überlegung wert, ob man sich diese 15% sparen möchte. Ich bin ja generell so ein kleiner Sparfuchs und wenn ich da sparen kann. Dann kommen wir zum Stempelset Gänseblümchen. Dieses hier, Gott, meine Stimme, ist jetzt zwar jetzt ja, nichts für die jetzige Jahreszeit, aber ich finde, wenn irgendjemand Geburtstag hat oder so, würde ich jetzt nicht unbedingt, weiß ich nicht, eine Karte basteln mit Weihnachtsmotiven. Ne? Ihr wisst schon, wie ich meine, sondern ich würde eher sowas nehmen, ne? Blümchen, wenn jemand Geburtstag hat zum Beispiel. Da finde ich das echt passend und dazu gibt es ja auch die passende Stanze. Aber das Stempelset ist halt reduziert. Jetzt kommen wir zu bunt gemischt. Das ist nur ein paar Straßen weiter. Nee, ein paar Seiten weiter. Das ist das hier oben, das habe ich ja auch schon.
Und ich finde das so schön. Ich kann euch ja mal was zeigen. Hier die Blume, die Blätter. Hier hinten auch nochmal die Blume. Also ich finde das echt hübsch. Das hat sich wirklich gelohnt. Und ich finde das mega schön. Hier unten auch wieder das DSP, was man dann in dem anderen Set, ne, in diesem Pack. Ach, himmlisch. Das, also ich habe ja in der Infothek letztens gesagt, dass ich extra bis zum 1. Oktober warte, dass ich dieses Angebot wahrnehmen kann. Und das wird auf alle Fälle mit dabei sein. Ich finde das echt mega schön. Weil das auch so Aquarell, so ein Aquarell-Look hat. Finde ich toll, stehe ich drauf. So, das nächste wäre, ganz liebe Grüße, hoi, da müssen wir zurück switchen. Da ist es. Liebe Grüße von mir. Ich finde das recht schön, weil das hat mal so eine gewisse Größe. Ne, also die Stempel, die ihr ja seht im Katalog, haben ja immer Originalgröße, außer es steht drunter, dass das um 50% reduziert wurde oder um 30% oder vergrößert oder verkleinert, ne? Aber das ist Originalgröße und ich finde das mal schön, wenn man auch mal einen größeren Stempel hat. Also manchmal habe ich ja auch Karten, wo ich mir denke, oh, jetzt so ein Riesenstempel in die Mitte wäre halt schon geil. Und das finde ich auch echt passend. Hier auch wieder dieses DSP. Was ich auch toll finde bei dem DSP, schwarz. Hat man ja eher selten, dass man schwarz irgendwo bei hat, aber hier mit den Blumen noch dazu, finde ich toll. Seite 57 haben wir Graceful Garden. Das ist zwar englisch, aber da sind nur zwei englische dabei, das ist jetzt nicht so. Geht halt um diese große Rose und auch dieses große Muster, was man gut für Hintergründe nutzen kann. Finde ich echt schön. Hier drüben hat man ja auch nochmal Beispiele, wie man es verwenden kann oder hier oben. Und hier drüben wieder das DSP in dem anderen Angebot. Aber ist auch schön schlicht, sehr schön gehalten. Doch, finde ich gut. Seite 167, meine Zeilen, das sind Sprüchestempel. Da ist es. Hier wieder das DSP, ne? Das ist zum selber ausmalen. Und hier oben meine Zeilen. Ich sag nochmal einen Preis. Kostet eigentlich 22, würde dann 18 kosten. Also, ne? Ein schöner Sprüchestempel. Mit dir blühe ich auf. Sehr niedlich. Keine Ahnung, wie meine Zukunft aussieht, doch mit dir macht sie sicher mehr Spaß. Oh, das ist ja süß. Je mehr ich darüber nachdenke, umso stärker fühle ich, dass es nichts gibt, was wirklich künstlerisch wäre, als die Menschen zu lieben. Van Gogh hat das gesagt. Das ist ein Zitat. Sehr schön. Weißt du, was wirklich großartig ist? Du zum Beispiel. Och, das ist niedlich. Das ist ja mega süß. Das habe ich so noch gar nicht betrachtet. Vielen Dank für alles, was du tust. Freundschaft verschönert das Leben. Das ist ja echt niedlich, ne? Also, falls man mal jemandem eine Freude machen möchte, entschuldigt, meine Stimme ist noch nicht ganz da heute. Das ist echt süß. Finde ich toll. So, jetzt sind wir schon auf der zweiten Seite. Ja, voller Farben, das habe ich ja auch. Das ist auch so schön. Das kann ich euch wirklich nur empfehlen. 147, ja, voller Farben. Da habe ich auch die passenden Zinne zugenommen. Hier unten ist DSP, das kommt bei mir mit rein. Das steht schon auf meiner Liste. Ich finde das mega schön. Ich nutze das ständig. Jetzt in dem letzten Video, in meinem Herbstkartenvideo, hatte ich ja die Sinlits dazu gebraucht, benötigt, benutzt für die Blätter. Aber auch generell hätte ich die Blätter schön bunt stempeln können. Also ich finde das echt schön. Ich finde das auch, ja, wenn man neu irgendwie anfängt, finde ich dieses Stempelset eigentlich als Starter-Set eigentlich gar nicht so undumm, weil jede Jahreszeit drin ist. Und das finde ich schön, dass das alles so beherbergt. Also meine Meinung. So, Seite 69, jetzt habe ich es nicht gesehen, hier. Geburtstagskreation, das ist ja nun nicht so jedermann, da muss man sich wahrscheinlich erstmal mit anfreunden, aber eigentlich ist es doch ziemlich niedlich. Hier wieder das DSP. Und hier das Stempelset, eigentlich ganz süß. Also halt wieder schöne Spruchstempel, was für ein Geburtstag ist. Das ist halt etwas,
Ja, das ist halt ein bisschen mehr für Kinder. Finde ich aber eigentlich gar nicht so schlecht, dass es auch sowas gibt. So süß mit dem Fuchs. Nee, Wolf. Was ist es nur? Ist es ein Fuchs oder ist es ein Wolf? Das könnt ihr mir ja mal schreiben. Was denkt ihr, was das ist? Ist es ein Fuchs oder ein Wolf? Wenn ich jetzt vom DSP ausgehe, ist es ein Fuchs. Interpretationssache wahrscheinlich. Hier ein kleiner Pudel, eine süße Torte, also süß. Seite 159, gehen wir wieder zurück. Das steht auch definitiv auf meiner Liste, das Holzpapier. Das ist mega schön und ich habe schon gesehen in den Videos, das hat auch so eine Textur. Das fässt sich so schön an. Also, oh, ich freue mich schon. Sonntag ist nicht mehr weit. Das Stempelset, Kreativkiste. Würde eigentlich 27 kosten, kostet nur noch 23. Spitzenmäßig. Das ist halt ausgelegt für diese Kisten, kann man sich natürlich aber auch anders legen. Diese Naschkiste, da könnte man natürlich irgendwas Kleines basteln, was Süßes reinlegen und dann Naschkiste hinstempeln. Ideenkiste, kleiner Gruß, willkommen, so ein kleiner Tag. Finde ich auch ein schöner Hintergrundstempel, diese Blumen hier. Und hier ist ein Hahn dabei, das ist doch auch mal was. Gartenfrisch für dich, danke von Herzen. Also niedlich. Und das, diese Optik, wenn man das so stempelt, sieht bestimmt schön aus. Kommen wir zum letzten Stempelset und zwar Seite 41. Jetzt muss ich wieder zurück. Ich hätte es ja durchgängig machen können. Nö. Da. Hier wieder das DSP. Und hier unten dies und das. Heißt das so? Ja, dies und das. Das ist so wahrscheinlich eher so für das, wie nennt man das? Wahrscheinlich so eher für das Planen. Ich kenne mich da nie so aus. Ich bin nicht so mit dem Plan. Ich schreibe mir das, wenn dann eher in den Kalender und nicht in den Planer. Aber ich finde das eigentlich auch ganz schön für andere Sachen. Die Kamera ist so ein Allrounder, würde ich jetzt sagen. So ist so ein kleiner Dino, ist ja auch süß. Hier so, der ist ja niedlich, den habe ich noch gar nie gesehen. So ein Bär, du bist echt stark. Genieß den Tag. Vielen lieben Dank. Post für dich. Ein Pilz ist auch schön und Stift. Finde ich eigentlich gar nicht schlecht. So, kommen wir zum letzten und zwar Seite 202. Und da bin ich auch am Überlegen, ob ich mir das hole, aber ich finde das Angebot echt gut. Also, wenn ihr euch einen Flinkfix kauft, diesen hier, bekommt ihr gratis dazu zwei Nachfüllrollen. Zwei Stück. Und das finde ich echt gut. Also, das ist eine Überlegung wert. Und ich glaube, das werde ich auch machen, weil dieser Flinkfix soll richtig gut sein. Ich habe leider noch nicht ausprobiert, kam ich noch nicht dazu. Und deswegen werde ich das Angebot jetzt wahrscheinlich auch wahrnehmen und den mir kaufen. Und der hat eine richtig gute Klebekraft. Es ist zwar eine Technik, das abzukriegen, aber dann muss man einfach nur nach oben oder nach unten switchen und nicht lang ziehen, sondern richtig, ne, abreißen, habe ich in den Videos gesehen. Aber wenn der richtig, richtig stark klebt, wie gesagt wird, dann finde ich das Angebot top und das werde ich auch auf alle Fälle wahrnehmen. Hier haben wir es nochmal. Und ja, das war's. Das sind die beiden Seiten, die ich mir ausgedruckt habe. Wie gesagt, ich werde auf alle Fälle, also das werde ich wahrnehmen. Café au lait, das wollte ich sowieso haben. Weihnachten Lichterschein. Meine Liste wird immer länger, aber das hatte ich auch draufstehen, das weiß ich. Und den Flinkfix werde ich mir auf alle Fälle holen, denke ich, weil das Angebot finde ich top, wenn man da zwei Nachfüllrollen gratis kriegt. Klasse, da spart man, glaube ich. Also wenn der Preis ist jetzt zwar durchgestrichen, ich weiß nicht, ob man hier auch nochmal 15% kriegt. Und wenn nicht, ist eigentlich auch wurscht, weil der Flinkfix kostet 12 Euro. Und wenn man zwei Nachfüllrollen gratis bekommt, wenn eine schon 9 Euro kostet, spart man 18 Euro. Also bitte, ne? Finde ich, da kann man echt nicht meckern. Und ja, bei dem Weihnachtenset bin ich mir auch noch nicht ganz sicher. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Also, falls ihr Interesse habt, wie gesagt, das könnte man kombinieren. Ich habe es euch hier was mit dem DSP gezeigt. Könnte man mit dem anderen Set kombinieren. DSP, ne? Drei kaufen, einen gratis. Ich weiß, ich wiederhole mich, entschuldigt.
Aber falls ihr Interesse habt, könnt ihr mich gerne anschreiben. Generell, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich anschreiben. Kein Problem. Oder wenn ihr bestellen wollt, könnt ihr natürlich mich auch anschreiben. Ist auch kein Problem. Ich packe euch natürlich alles, alle Informationen und wie ihr mich anschreiben könnt, packe ich euch natürlich alles immer unten in die Infobox. Ihr braucht dann nur auf mehr Anzeigen klicken, damit ihr halt immer alles seht. Nicht, dass ihr da irgendwas verpasst. Ich packe euch ja auch mal sonst das ganze andere, was ich verwende, packe ich ja auch immer unten rein. Gut, ihr Lieben, wie gesagt, falls ihr Fragen habt, schreibt mich einfach an. Ich beantworte euch gern alles, soweit ich kann. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr das Ohr abgekaut. Und wenn ja, tut's mir leid. Und ich wäre nicht Mona, wenn ich euch nicht einen wunderschönen Tag wünschen würde. Bis zum nächsten Video. Tschüss!